Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video zu Pokémon Purpur. In diesem Video werden wir uns jetzt den nächsten Herrscher anschauen. Wir sind jetzt hier in der östlichen Zone unterwegs und im letzten Video haben wir ja den Vorschlag bekommen, eben den hiesigen Herrscher hier vor Ort uns anzuschauen. Da nämlich genau. Und ja, wenn wir schon mal hier sind, ja, schauen wir uns das Ganze auch mal umgehend an. Ja? So, im letzten Video hatten wir ja... jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Ja, die letzte Basis, ja. Die zweite Basis von Team Star hatten wir jetzt quasi komplett eingenommen oder aufgelöst, wie auch immer. Ja. Und jetzt machen wir eben mit dem Herrscher hier weiter. Pepper meldet sich, weil er schon weiß, ja. Wir sind ja in Reichweite quasi ja schon zum nächsten Herrscher. Hey, Jupp. Irgendwo in diesem Bergwerk soll sich der Herrscher des verborgenen Stahls befinden. Gerüchten zufolge ist er unglaublich groß und super lang. So ein riesiges Pokémon sollte doch eigentlich leicht zu finden sein. Ich frage mich, wo und wie es sich versteckt. Vielleicht ist es ja so richtig schnell. In dem Fall wäre es vielleicht besser, mit einem Reit-Pokémon die Verfolgung aufzunehmen. Okay. Werden wir auf jeden Fall machen, was mir jetzt gerade noch einfällt, wenn wir ja schon von einem Stahl-Pokémon reden. Dann macht es natürlich auch Sinn, vielleicht auch einfach mal ein Feuer-Pokémon hier ranzuholen, oder? Hat auch ein paar Pokémon-Attacken, sage ich schon, Feuer-Attacken. So. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn ich das jetzt richtig gecheckt habe, müssen wir doch irgendwo hier hoch, oder? Nehmen wir erstmal das Item hier mit. So, da steht es auch schon auf der Karte rechts unten. Aha. Ist das das besagte Monster, der Herrscher? Na, schade. Schöne Idee. Die Augen sind schon cool. Hey. So. Damit hätten wir das Thema jetzt auch vom Tisch. Das erste wohlgemerkt. Aha. Ja. Wir gehen da einfach jetzt mal hinterher, ne? Was bleibt uns denn auch anderes übrig sonst? Ah, da ist er. Machen wir das gleich jetzt nochmal. Es sieht so aus. Das Herrscher-Pokémon echt eingeholt. Das ist also der Herrscher des verborgenen Stahls? Er ist ja echt unnormal lang. Die Nährstoffe in dem Gewürz scheinen ihm einen gehörigen Energieschub verpasst zu haben. Tun wir uns zusammen, Jupp. Ja, dann.
Größen spielt keine Rolle. Mit meinem Tentagra werde ich einen würzigen Schlag verpassen. Wir machen jetzt mal einen Eschern. Yes. Gute Arbeit, Jupp. Ich hätte übrigens nicht erwartet, dass das Herrscher-Pokémon so ein drolliges, rundes Gesicht hat. Da drin sollte noch mehr von dem Geheimgewürz sein, das es vorhin vernascht hat. Also schnell nachschauen, bevor es zurückkommt. Bestimmt finden wir hier auch hier einen Superball. Tatsache, ein Geheimgewürz. Habe ich dich. Stängelsalziges Geheimgewürz. Unsere Gewürzsuche war auch dieses Mal wieder ein voller Erfolg. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Salziges Geheimgewürz lindert Schmerzen und Taubheit in den Gliedmaßen. Anscheinend hilft es auch gegen den Schwund von Muskelkraft. Damit wird es Mastifioso gleich noch besser gehen. Dann mache ich mich mal dran, was Leckeres daraus zu zaubern. Ja, das hier so und dann das dazu. Sorry, dass du mal atmen musstest. Wie die letzten Male auch gibt es wieder ein Sandwich à la Pepper. Dazu bekommst du natürlich einen weiteren Herrscherorden. Den kannst du in der Pokémon-Liga zwar nicht gebrauchen, aber nimm ihn trotzdem an, ja? Yes. Sehr schön. Ja. Da fehlt doch wer. Ach, danke. Ein Glück. Ja, ich habe auch wieder eins für dich gemacht. Wir möchten gerne Miraidon das Sandwich geben. Komm raus, Mastifioso. Ich habe was für dich. Dass der Ball da unten liegt, ne? Das juckt auch hier irgendwie niemanden außer mir, oder? Scheinbar. Schmackofatz. So ist gut. Mach schon langsam. Unterschlingen direkt in einem Zug. Zack. So. Reittechnik Hochsprung. Aha. Kannst du es nicht wenigstens ein bisschen genießen?
Mir scheint es irgendwie auch immer besser zu gehen, oder? Ach, richtig. Schau dir das mal an, Jo. Bisher war bei jedem Geheimgewürz ein Herrscher-Pokémon in der Nähe, stimmt's? Hier im Buch steht, dass sie wegen irgendwelchen Substanzen in den Gewürzen so riesig und stark geworden sind. Vielleicht ist diese Hülle ja wie ein Kühlschrank, wo das Herrscher-Pokémon sein Futter lagert. Hm. Oh, hast du aufgegessen, Mastifioso? Aus. Hast du gerade... Was? Ist gerade... Jo, du hast es auch gehört, oder? Das war Mastifiosos Stimme. Ja. Ja, oder? Das habe ich mir nicht eingebildet. Oh so. Ja, schon wieder. Also habe ich mich doch nicht verhört. Mastifioso, du kleiner Racker. Wann habe ich das letzte Mal deine Stimme gehört? Mastifioso, geht es immer und immer besser. Seit ich dich getroffen habe, passieren ständig tolle Sachen. Jetzt fehlen nur noch zwei Geheimgewürze. Lass uns das gemeinsam zu Ende bringen, ja? Hallo Jupp, hier spricht Futurus. Meridian scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wiedererlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt noch höher springen, wenn du den B-Knopf drückst, während du auf ihm reitest. So, hältst du den B-Knopf gedrückt, kann Meridian nun noch höher springen als gewöhnlich. So, wenn du den B-Knopf nur kurz drückst, macht es einen kleinen Sprung. Mhm. Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Meridian kümmerst. Ja, das machen wir natürlich. Warum denn auch nicht, oder? So, mal gerade mal kurz checken. Wie hoch kann der Gute denn jetzt springen? Also das ist mal ganz kurz gedrückt. Und das ist jetzt... Ja. Ja, schon... Schon eine ordentliche Höhe. Also das ist jetzt ja der normale Sprung, den wir vorher hatten. Und... Ja. Wisst ihr Bescheid, Leute? Wisst ihr Bescheid? Hier werden jetzt keine halben Sachen mehr gemacht. So. Apropos halbe Sachen. Am liebsten würden wir ja gerne... Ja, was hätten wir hier? Instaball. Ja, jetzt können wir natürlich da auch ohne Probleme hoch, ne? Ist klar. War das ein Kindwurm? Oh. Habe ich übrigens hier seit neuestem diese Funktion, dass man die Pokémon anvisieren kann und kann auch das Level von denen erkennen. Ist eine super Funktion an der Stelle, wie ich finde. Hätte mir ruhig mal vorher jemand sagen können. Hat bestimmt irgendwer gemacht. Ich habe es wieder einfach nur komplett ignoriert, wie halt so eben häufig. Wie ich das immer mache. Ja, so kennt man das halt eben von mir. Nun denn. Ja. Das ging jetzt wieder recht zügig, ne? Vielleicht gehen wir mal wieder zurück zum Pokémon Center oder zur Tankstelle, wie auch immer. Bin ich gerade an einem Pick da hängen geblieben. So, da würde ich aber gerne mal flüchten. Was? Gut, dann müssen wir halt ihn eben verbrennen. Wobei das bringt, glaube ich, macht jetzt gar nicht so viel Schaden, ne? Naja. So. Hätten wir das auch. Ne? Ja, wie gesagt, ich möchte eigentlich gerne zum nächsten Pokémon Center. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich jetzt gerade hier befinde. Irgendwo muss er doch hier sein, oder nicht?
Das ist der Wurm von gerade eben jetzt in einem kleinen Format. Oh, ein Fukano. Werde ich mich auf jeden Fall noch mal ausgiebig drum bemühen. Ja, ich habe das schon mal gesagt. Es müssen auf jeden Fall noch viel coolere Pokémon. Die müssen auf jeden Fall noch her. Oh. Flucht gescheitert. Das macht der Finale. Das ist doch ein Scherz. Ah, ein Glück. So. Da vorne übrigens. Ist ja nicht so, als wenn ich da auch hinfliegen könnte, ne? Aber vielleicht nutzen wir einfach mal die Gelegenheit und checken einfach noch mal hier die Gegend ab. Was hätten wir da vorne für ein Pokémon? Oh, okay. Ah. Müssen wir uns jetzt nicht stressen. So. Sollte einfach meine Augen aufmachen, ne? Aber. Wieso scheitert eigentlich jetzt hier gefühlt jede Flucht? Also, was ist hier los? Habe ich irgendwas verpasst oder wie? Naja. Mal ein Blatt. Schön. Ganz toll. Ganz, ganz toll. So. Ja, und natürlich, wenn wir jetzt gleich am Center angekommen sind, frage ich natürlich nochmal, wo wir denn vielleicht als nächstes hingehen sollen oder können. Könnte sein, dass wir vielleicht da irgendeine Arena genannt bekommen. Würde mich zumindest nicht wundern. Oder würde ich auch sagen, fangen wir die einfach fürs nächste Video mal an, oder? So. Fragen mal. So, ja, die Montanata Arena. Usha, mhm. Dann zeig mal, wo das genau ist. So, da ist Montanata. Sie hat Grusha gesagt, ne? Ja, ist Grusha. Ist eine Trainerin vom Typen Eis. Ja, das heißt, wir sollten uns idealerweise mit ein paar Feuer-Pokémon ausstatten. Nun denn, hier ist auch nochmal, ist auch noch eine Arena. Sie sind recht nah beieinander in dem Fall, ne? Naja. Naja, da ist nochmal ein Team-Star-Basis. Werden wir uns auch auf jeden Fall anschauen. Also wie gesagt, ich würde auch eigentlich anpeilen, dass wir zeitnah da mal hingehen und uns das mal anschauen. Vielleicht werde ich nochmal in der Zwischenzeit einfach mal nachschauen und gucken, ob ich irgendwo noch ein paar coole Feuer-Pokémon sehe oder finde. Ich habe eben ja Fukano irgendwo gesehen. Ja, finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich nice, wenn wir den irgendwie noch mit einbauen könnten in das Ganze. Nun denn, ja, wir haben den nächsten Herrscher besiegt. Jetzt fehlen nur noch zwei in dem Fall, ne? Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Hier unten müsste ja noch irgendwo einer sein oder hier rechts, glaube ich, ne? Irgendwo hier, ich habe keine Ahnung. Wo? Oh, da. Da und da oben. Ja, das sind die letzten beiden, die dann in der Kategorie zumindest noch fehlen. Werden wir uns auch noch anschauen. Natürlich alles in Ruhe. Ja. Wenn euch jetzt das Ganze gefallen haben sollte, ihr kennt das, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr dann im nächsten Video wieder mit
von der Partie seid. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.